und die sich in der Architektur widerspiegeln. Schwerin, extrem gut nachvollziehbar. Historische Bauten inszeniert zwischen Stadt und offener Landschaft. Das ist dein Erbe. Ich heiße euch willkommen, meine lieben Gäste, die ihr aus fern und nah sich dieser Stadt verbunden fühlen, im Wissen, dass ein Kultur- und Gartensommer euch hier zur großen Freude wird. Ein wohltreffliches Schlossfest ist der Lohn eurer Reise. Ein Fest, das verkündet, wie's geschah, seit 160 Jahren, das Leben am Hofe bis hin zur heutigen Stund. So sehet nun dies schöne Spiel aus Licht und Glanz und seid willkommen zur Sorge Lumière. Friedrich Franz dort errichten lassen. Überlebensgroß. Das gibt euch eine erste Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Niklot, letzter Fürst der Abotriten, Stammvater der Großherzöge von Lieblen.
unser Veligrad. Das heißt große Burg. Und was für eine Burg daraus geworden ist, in fast 1000 Jahren, in denen ich und mein Stamm nur 2 bittere Winter und 2 öde Sommer lang nicht über dieses wunderbare Land der Seen und Wälder herrschten. Wenn es auch gedauert hat, bis wir wieder in Schwerin saßen. Was für eine Burg ist in dieser Zeit gewachsen? Wie oft wurde sie zerstört und wie viel ehrlicher wurde sie jedes Mal wieder aufgebaut? Zimmer ausbrach, bevor es, angefacht von einer steifen Nordwestbrise, sich in den goldenen Saal und über die Haupttreppe bis in die Obergeschosse des Schlossgartenflügels hindurchfraß, das wusste nach dem verheerenden Brand keiner mehr zu sagen. Beim Anheizen glühende Kohlen verloren oder beim Anzünden der Leuchter einen Funkenflug übersehen? War eine Leitung der neuen elektrischen Beleuchtung irgendwo durchgebrannt oder war der kinematografische Apparat für die modernen Lichtspiele von Gebrauch überhitzt? Waren vielleicht auch nur unachtsame Prinzen heimlich geraucht oder entschlossene Terroristen gar ihre Brandsätze gelegt? Wem hilft es, wenn ich euch solche Dinge verrate? Macht es nur wie die Zeitungen damals und streut die wildesten Gerüchte. Es wird schon irgendwas dran sein. Jedenfalls, gerade ein Lebensalter nach seiner Vervollkommnung, zu seinem dritten Teil in rauchenden Trümmern, im Burgseeflügel sogar bis auf die Grundmauern. Und mehr als 100 Jahre später, erst in diesen, in euren Tagen, werden bald die letzten Brandfolgen getilgt sein. Wenn nämlich der goldene Saal als Parlamentssaal für den Landtag wieder erstrahlt.
Widerstand zum Niederbrennen auf dieser Burginsel ja auch nicht mehr als Ruinen übrig geblieben. Denn abermals ein Jahrhundert zuvor hatte Friedrich der Fromme seine Residenz aus der lauten, schmutzigen Stadt mit seiner verfallenden alten Burg einen halben Tagesritt südwärts ins ländliche, stille Ludwigslust verlegt, wo er sich ein modernes Schloss aus Pappmaché in einer frisch gerodeten Parklandschaft erbauen ließ. Dort blieb meinem Hause wenigstens die Heimsuchung der Franzosenarmee erspart. Und erst in vierter Generation entschloss sich sein Urgroßneffe Paul Friedrich zur Rückkehr an den Stammsitz unseres Geschlechts. Mit großen Plänen für seine neue Residenz. Doch als hier eine Feuersbrunst über seine Baustelle tobte, warf er sich mit seinen Untertanen gegen die Flammen, holte sich eine Erkältung und starb daran. Bevor er links von euch auf den alten Garten, da wo heute das Museum steht, ein neues Schloss errichten konnte. Darum haben seine dankbaren Schweriner ihm auch ein Denkmal davor gesetzt. Thank you.
rund 500 Jahren hat die Rückkehr meines Stamms an diesen See Wunder bewirkt. Denn nach meinem Ende war unsere Linie sogar fast zwei Jahrhunderte von dieser Burginsel verbannt. Hier herrschten damals die Grafen von Schwerin, die auf den Trümmern unserer Grenzfestung eine neue Burg errichteten und mit den Bischöfen, die an ihrem Dom bauten, um die Oberhoheit in der Stadt stritten. Erst mein sechsfacher Urenkel Albrecht II. Wollte, frisch in den Herzogstand erhoben, hier wieder residieren. Jahrelang belagerte er Stadtenburg, erfolglos, bis sie ihm für 20.000 Mark Silber in die Hände fiel, die er am Ende nicht mal voll bezahlte. Aus der Burg ein Schloss wurde, sollten aber noch beinahe 200 Jahre vergehen. Da wurde Johann Albrecht I. Regent und begann mit dem Ausbau. Sein Herrschaftssitz sollte nicht länger abschrecken, sondern künftig beeindrucken. Damals entzweiten sich die Christen. Sie schieden sich in Katholiken oder Protestanten und folgten im Glauben entweder dem Papst in Rom oder dem Prediger aus Wittenberg, oder wieder anderen Schriftgelehrten und Anführern. Glaube und Macht. Wer sieht da durch? Unsere Herzöge hatten schon früher protestantische Prediger geduldet, gefördert und bevorzugt. Aber Johann Albrecht war es, der sich erstmals klar gegen die Papstkirche und für die Reformationslehre entschied. Das Blut Gottes, das im Dom aufbewahrt und angebetet wurde, ließ er zerstören und ertrieb die letzten Mönche aus der Stadt. Das bedeutete Krieg.
Es war ruhiger hier, als ich herrschte. Jedenfalls bevor der Löwe seine Jagd hier auslegte. Auf Märkten im Schutze der Burg trafen sich Abutriten, Lutizien, Sizipanen, Kessiner und Wagrier, Polaben und Sachsen, Franken, Friesen, Angeln, Dänen und Schweden. Manch einer auch aus ferneren Ländern. 100 Jahre früher soll sogar ein Händler aus Spanien hier gewesen sein. Die einen sagen, ein gelehrter Araber, die anderen ein gelehrter Jude. Vielleicht haben beide recht. Er hat dem deutschen Kaiser von seiner Reise ins Reich des Nakon berichtet. Damals war die erste Burg, nur halb so groß wie meine später, noch im Bau. An diesen wildreichen Ufern, die mein Volk Suarin, also Tiergarten, nannte. Hätte er nur geschwiegen. Ahnte er, dass er unter den Sachsen die Gier auf unser Land weckte? Aber hätte er geschwiegen, so hätte ein anderer geredet. Mit ihm konnten wir handeln, mit den Sachsen am Ende nur kämpfen. Am Hofe erzählte er von einem Palisadenring über einem Erdwall, auf einer Insel, verbunden mit dem Festland durch einen langen Holzsteg, inmitten eines Sees, umgeben von Sumpf und Wald. Mit dieser Nachricht war unser Ende bereits besiegelt, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Denn die Städte der Sachsen waren übervoll und ihr Land verteilt. Als ich das sah, wusste ich, meine Generation war hineingeboren in eine Schlinge, die sich immer enger um uns schloss und aus der es nur einen Ausweg gab. Und das auch nur für jene, die die Falle erkannten. Als es ganz aussichtslos wurde, da erschien ein Versorgungstrupp zwischen uns und den Belagerern. Kaum bewaffnet, wie es schien. Ich gab das Zeichen zum Ausfall, befahl meinen Söhnen links und rechts auszubrechen und setzte mich an die Spitze. Wie auf dem Reiterstandbild da oben. Seht es euch an, Niklot steht auf dem Sockel. Und darunter 1160. Kein Geburtsdatum, mein Todesjahr. Was ihr dort oben seht, ist mein letzter Ausbruch. Ein Augenblick für die Ewigkeit. Kaum erreicht, warfen nun die Zugbegleiter alle ihre Mäntel ab, entblößten ihre Rüstungen, zogen ihre Waffen sonst woher und kesselten mich ein. Genau wie ich erwartet hatte. Und so begründete mein Blut das fast 900-jährige mecklenburgische Herrscherhaus.
wie ich das alles weiß. Ich war ja immer da, so wie ich jetzt hier bin, und ich bleibe, solange ihr mich ehrt. Denkt euch Niklot als einen Riesen, vor Zeiten untergegangen im Schariner See. Allein die Burginsel vor euch ragt als Scheitel seines königlichen Hauptes aus den Fluten der Vergangenheit. Und darauf haben seine Erben über Jahrhunderte aus Türmen und Kuppeln, Dächern und Zinnen, Toren und Fenstern, Sälen, Gemächern, Treppen und Galerien eine so würdige Herzogskrone erbaut. Erst von seinen Nachfahren und nun von seinem Volk bewohnt, um von hier aus durch seine gewählten Vertreter erneut über das Schicksal des Landes zu entscheiden. Dann war mein Tod, war mein Leben, vielleicht nicht umsonst. Mögen euch wunderbare Zeiten anbrechen an diesen Ufern in meinen Jagdgründen. Seht euch mein Schloss gut an und gedenkt der Worte Niklots. Und auf ein neues.
hier in meiner Stadt Schwerin.